Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal vergehen Zeiten relativ schnell, 2 Jahre sind relativ schnell um und so werden wir Ihnen nach eben solchen 2 Jahren heute nun die Ergebnisse der Enquetekommission zur Zukunft der chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf nachhaltige Rohstoffbasen, Produkte und Produktionsverfahren sehr gerne vorstellen. Eine Enquetekommission beschäftigt sich regelmäßig mit komplexen, gesellschaftspolitisch relevanten Fragen und macht wissenschaftlich sachverständig begleitet Handlungsvorschläge. Von unterschiedlichen Denkansätzen und Denkschulen kommend, haben wir uns dem komplexen naturwissenschaftlich-technischen Thema genähert, gemeinsam daran gearbeitet, leidenschaftlich gerungen. Und wir haben uns am Anfang auch vereinbart, weil das ein komplexes Thema ist, uns im Wesentlichen auf 3 Fragestellungsüberschriften zu konzentrieren. Wir wollten sprechen über die Rohstoffbasen am Beispiel von Rohstoffen und Werkstoffen. Wir wollten die gerade auch zukünftig wichtiger werdende Rolle der Elektrochemie beleuchten und wir wollten auch moderne chemisch-technische Verfahren uns näher vornehmen. Also eine Zuspitzung des Aufgabenfeldes angesichts der Zeit, die begrenzt war, und angesichts der Komplexität des Themas. Wir waren insofern auch eine Enquetekommission, die sich eben mit der Zukunft der chemischen Industrie beschäftigt hat und keine, die sich mit Verkehrsinfrastruktur beschäftigt hat. Also Fragen des Brückenzustands oder von Pipelines haben wir von vornherein ausgeklammert. Wir waren auch keine Energie-Enquete. Gleichwohl haben wir zu bestimmten Fragen, die wir diskutiert haben, im Zusammenhang mit den Energiepreisentwicklungen, den globalen Energiepreisentwicklungen, uns natürlich auch mit solchen Fragestellungen in der Diskussion beschäftigt, aber beispielsweise auch festgehalten, dass Fracking wegen der damit verbundenen, nicht ausgeräumten, hohen ökologischen Risiken für uns in Nordrhein-Westfalen derzeit und auch zukünftig wohl politisch nicht verantwortbar ist. Das hat ja auch unter anderem unsere Ministerpräsidentin hier mehrfach festgestellt. Und wir haben uns auch, weil wir uns mit Rohstoffbasen, mit heimischen Rohstoffbasen beschäftigt haben, dazu bekannt, dass es hier im Parlament im letzten Jahr ein Bekenntnis zu einer Leitentscheidung auch gegeben hat, mit Blick auf den Einsatz des heimischen Rohstoffs Braunkohle. Ist mir nur wichtig, damit man im Prinzip diese Handlungsempfehlungen auch entsprechend einordnen kann. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt einen nachhaltigen Weg zum Erhalt und zur Weiterentwicklung und zum Umbau unserer Industriegesellschaft. Dieser kann aber nur im Konsens aller relevanten Akteure gelingen. Daher wurde unsere Enquetekommission damit beauftragt, Handlungsoptionen zu erarbeiten, um den Chemiestandort Nordrhein-Westfalen zukunftsfähig zu machen. Den Chemiestandort zukunftsfähig zu machen. Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Verbänden, Politik, Wissenschaft und Gewerkschaften einigten sich auf einen solchen Konsens und bekannten sich dabei zu den Zielen der Ressourceneffizienz, der Energie und des Ressourcenwandels und der Kreislaufwirtschaft. Damit ist es unserer Enquetekommission gelungen, und zwar im Konsens aller 5 Fraktionen gelungen, eine belastbare Brücke in eine wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltige Zukunft für eine unserer Schlüsselindustrien und damit für Nordrhein-Westfalen insgesamt zu bauen. Die Weichen auf diesem nachhaltigen Weg zum Umbau werden dabei schon heute so gestellt, dass vermehrt erneuerbare Energien in chemische Synthesen eingespeist und die Rohstoffbasis diversifiziert, also auf breitere Füße gestellt werden kann.
dass es unserer Kommission dabei gelungen ist, sehr konkret und greifbar insgesamt 58 Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, ist auch ein Zeichen Ihrer erfolgreichen Arbeit, möchte sagen Zusammenarbeit. Nun kann und will der Vorsitzende der Kommission nicht zu allen 58 Handlungsempfehlungen im Einzelnen Stellung nehmen. Dazu werden ja auch die Obleute der Fraktionen gleich noch Gelegenheit haben und ihre Highlights da sicherlich noch mal vorstellen. Aber wir haben uns darüber verständigt, dass die Reihenfolge der Präsentation der 58 Handlungsempfehlungen nichts mit einer Gewichtung zu tun hat, sondern sie alle gleichermaßen von Bedeutung sind und wichtig für unseren Standort sind. Meine Damen und Herren, für das Gelingen des nachhaltigen Umbaus ist nicht nur der Gleichklang aus sozialem, aus ökonomischem und ökologischem zwingend, sondern gleichermaßen kommt es auf die Effizienz, auf die Konsistenz und die Suffizienz dieses Vorgehens, dieses Umbauens an. Mit der Effizienz setzen wir auf eine ergiebigere Nutzung von Materie und Energie, also auf eine höhere Ressourcen- und Energieproduktivität. Dazu braucht es etwa unsere Unterstützung bei der Entwicklung volatiler Fahrweisen von Chloralkali-Elektrolysen, die je nach Stromangebot mit und ohne Sauerstoffverzehrkathode Wasserstoff erzeugen können. Und das sind natürlich schwierige Begriffe, aber um es anschaulich zu machen, Nordrhein-Westfalen ist da schon auf einem guten Weg. Die Sauerstoffverzehrkathode, die in Leverkusen entwickelt wurde in den letzten 15 Jahren, hat das Potenzial, ein Drittel des Stroms, die wir bei der Chlorchemie einsetzen, einzusparen. Und wenn man weiß, dass allein für die Chlorchemie 3% des deutschen Stromverbrauchs draufgehen, reden wir hier über 1% Einsparung im gesamten Stromverbrauch der Bundesrepublik Deutschland. Das ist eine Menge. Das ist mehr als der Stromverbrauch beispielsweise der Großstadt Köln. Und deswegen ist es gut, auf diesem Weg weiterzugehen, effizient weiter die Chemie nach vorne zu entwickeln. Ebenso empfehlen wir die Verstärkung der wissenschaftlichen Ressourcen zur Erforschung chemischer Energiespeicher und zur Weiterentwicklung von Power-to-Gas-Technologien im Hinblick auf notwendige Effizienzsteigerungen und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit. Meine Damen und Herren, mit der Konsistenz fördern wir naturverträgliche Technologien, die die Ökosysteme nutzen, ohne sie zu zerstören. Stichwort Kreislaufwirtschaft. Unsere Kommission empfiehlt daher eine Verbesserung der Verfügbarkeit kommunaler Abfallströme als Rohstoffbasis für die chemische Industrie im Sinne einer Kaskadennutzung. Ebenso gilt dies für die von uns empfohlene Förderung von Pilotanlagen für das Verfahren der hydrothermalen Karbonisierung, also des Aufkochens unter Druckverhältnissen von Bioabfällen zu einer Hydrokohle. Im Schnellkochtopf wird sozusagen der Bioabfall schneller zu einem Produkt entwickelt, wofür die Natur Hunderttausende von Jahren braucht. Und diese stoffliche Umwandlung von organischen Reststoffen wird dann für neue Plattformchemikalien genutzt, ist also ein Rohstoff der Zukunft. Und wenn wir seit diesem Jahr die Bioabfälle getrennt erfassen, wird einem sicherlich noch mal das Potenzial, was darin steckt, diese Abfälle zu nutzen, um daraus wieder Chemikalien zu erzeugen, klar. Das ist gelebte Kreislaufwirtschaft. Schließlich mit der Suffizienz der Vermeidung zielen wir auf einen geringeren Verbrauch von Ressourcen ab. So empfehlen wir die Förderung von Forschung und Entwicklung verbesserter petrochemischer und biobasierter Werkstoffkonzepte. Hierbei ist ein Schwerpunkt auf das Produktdesign zu legen, das die Nutzungsphase zum Beispiel für Light-Weight-Anwendungen oder andere Beiträge zur besseren Ressourcennutzung im Blick hat. Zuletzt, das erlauben Sie mir bitte auch noch anzumerken, geht es um die Schaffung eines Lehrstuhls für biomimetische Chemie. Mit Biomimetik, der Nachahmung natürlicher Prozesse, kann eine Annäherung an die Normaltemperatur, Niederdruck oder sonstig sonnengetriebenen Prozesse der Natur untersucht und so auch Umwelteinwirkungen der chemischen Industrie von vornherein vermieden werden. Das ist sicherlich der letzte Schritt der Zukunftsmusik. Da sind wir vielleicht in 30 Jahren. Aber wir haben ja auch einen
Innovationszeitraum von 15, 20, 30 Jahren untersucht. Das ist ja die Aufgabe einer solchen Enquete-Kommission. Meine Damen und Herren, das große Portfolio, was wir hier gemeinsam entwickelt haben, die 58 Handlungsempfehlungen, ist natürlich nur möglich gewesen, weil ganz viele Menschen daran weit über das übliche Maß an Arbeit und Leidenschaft mitgearbeitet haben. Und deswegen möchte ich als Vorsitzender dieser Enquete-Kommission ausdrücklich auch denen danken, die zum Gelingen dieser Enquete-Kommission beigetragen haben. Mein Dank. Mein Dank gilt den Referentinnen und Referenten der Fraktion Daniel Marker, Evelyn Hepp, Dr. Sebastian Ritter, Dr. Hugo Obermann und Dr. Andrea Holtkamp sowie Svenja Sudeikert. Unser Dank gilt unseren Sachverständigen. Thomas de Winn, Professor Dr. Michael Dröscher, Dr. Walter Leidinger, Hans-Jürgen Mittelstädt und Professor Dr. Volker Hessel. Stellvertretend für die politischen Vertreterinnen und Vertreter in der Kommission, also die Fraktionen, um es auf einen kurzen Nenner zu bringen, möchte ich den Obleuten in der Kommission danken. Herzlichen Dank an Guido Vandenberg, an Matthias Kerkhoff, Dr. Birgit Beisheim, Dietmar Brockes sowie Kai Schmalenbach und Hans-Jörg Rohwedder. Unsere Arbeit als Vorsitzende dieser Kommission wurde begleitet und leidenschaftlich unterstützt vom Kommissionssekretariat. Deswegen auch herzlicher Dank im Namen der Kommission an das Kommissionssekretariat unter der Regie von Johanna Högner. Dank an Sascha Simalla, Markus Preuß, Mirjam Hufschmidt und Gisela Lange. Und erlauben Sie mir bitte, dass ich der geschätzten Kollegin Gisela Lange auf diesem Weg, denn die beendet jetzt ihre berufliche Laufbahn und geht in den wohlverdienten Unruhestand, alles Gute für ihre weitere Zukunft wünsche. Last but not least gilt mein besonderer Dank meinem lieben Stellvertreter Gerd Hachen, auf den ich mich, lieber Gerd, die ganze Zeit immer verlassen konnte. Das war ein großes freundschaftliches Verhältnis, was sich dort entwickelt hat, geprägt von großer Loyalität. Und deswegen wirst du jetzt gleich ja auch hier vorne den zweiten Teil unserer gemeinsamen Rede vortragen, um auch die große Gemeinsamkeit in der Kommission hier zum Ausdruck zu bringen. Meine Damen und Herren, erlauben Sie dem Vorsitzenden abschließend ein Fazit in die Zukunft zu richten. Eine Chemie aus Sonne, Wasser, Abfall und Luft ist kein Luftschloss mehr. Überlegungen zur Implementierung erneuerbarer Energien in chemische Synthesen, zur Nutzung von CO2 als Kohlenstoffquelle und zur lichtgetriebenen Wasserspaltung werden in industrieller und öffentlich finanzierter Forschung stark vorangetrieben und weisen den Weg in eine andere, eine moderne Chemie, eine nachhaltige Chemie der Zukunft. Und schließen möchte ich in diesem Zusammenhang mit einem chinesischen Sprichwort, das lautet: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Lassen Sie uns Windmühlen bauen. Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. So, Gerd.